Moin Moin Kradujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Special. Wir gucken uns heute die besondere Tarnung an, die, wenn du jemanden tötest, eine besondere 3D-Animation tatsächlich triggert bei den Gegnern, bei den Leichen dann. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir werden, oder wir spielen besser gesagt, gerade die asymmetrischen Gefechte, weil hier einfach die Chance deutlich höher ist, viele Kills zu machen. Operation Kills, die beginnt. Ich warne euch! Hab hier extra ein paar Kradujana mitgenommen. Wehe, ihr klaut mir jetzt hier die ganzen Kills. Den dreh ich aber am Rad. Fahr ich alleine. Nehme ich gar keinen mehr mit. Kraudo hat es eben schon mal probiert im Zufallsgefecht. Der einzige Kill, den er gemacht hat, war bei jemandem, der unsichtbar war, sodass wir es nicht gesehen haben. Daher haben wir jetzt hier mal gewechselt auf Wettrüsten. Nee, nicht Wettrüsten, auf. Wer ist das? Asymmetrische Gefechte. Name ist gerade nicht eingefallen. Wax heißt das, nicht Leichen. Bestattungsunternehmer Kraudo. Das sind Leichen als Leichen. Der Siegeswille ist gestorben, da liegt die Leiche von dem Spieler. Wünsche mir eine Tarnung für Kraudo. B-Snitch, das kann ich dir erst sehr viel später erfüllen. Ich hoffe, du bist nachher noch da, weil wir gucken uns jetzt erstmal die neue Tarnung hier an mit der Animation. Tarnung ist schon nice. Das ist Geschmackssache. Ich finde sie nicht besonders schön. Für mich sieht das aus wie so ein olles Rauchergelb. Als ob einer irgendwie, weiß ich, 30 Jahre in seine Bude die Rauchfasertapete. Ah! Dass er die da irgendwie zugequalmt hat, so sieht das aus. Dieses Braun dazu, ich weiß ja nicht. Geschmackssache. So. Dann sind die gleich Hsien Yang und Merker und torpen mich gleich erstmal raus und das war's dann mit mir. Was ist das hier? Okay, muss ich mir nachher mal angucken. Los geht's. So Tarnung halt. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Hätte man etwas schönere nehmen können. Aber Schönheit, ne? Ist ja nun mal immer im Auge des Betrachters. Daher. Der eine oder andere wird sie mögen. Und das ist ja nun mal ein Test, ne? Nutzt die ruhig alle, ihr könnt eine kostenlos holen, bedenkt aber, Gaming nimmt die auch wieder weg. Wir wollen halt schauen, wie diese Kill-Animation überhaupt ankommt. Wird bestimmt dann irgendwann auch eine Umfrage kommen, wo ihr denn reinschreiben könnt, findet ihr das geil, findet ihr das scheiße, damit Wargaming denn weiß in Zukunft, okay, so eine Inhalte können wir mehr bringen, vielleicht auch für Geld. Art der Monetarisierung ist ja immer so eine Sache hier bei Wargaming. Da ist schon mal die Merker, das ist gut. Merker. Bom. Kraudo ist am Brennen. Hi, Baltimore. 2400. Gute Salve, richtig starke Salve. Pedowerfer ist kaputt, Doppelbrand. Ah, fuck down my life. Und schon wird Kraudo von den Bots auseinandergenommen. Nix. Oh, wird sogar von da beschossen. Ich seh nix. Und unsichtbar. Und Radar ist an. Die nutzen sogar Radar, die Bots. Wieder was gelernt. Okay. Weiter rein. Wenn möglich, mir die Kills lassen, bitte, wegen der Animation. Danke. Aber nur wenn möglich. Nicht, dass ihr dadurch krepiert. Also, wenn ihr bei mir in der Nähe seid, ne? Ihr müsst jetzt nicht drüben bei Adi die Leute da am Leben lassen. Das ist natürlich auch Blödsinn. Ich habe ganz dicht rangezoomt. Sekundäre fliegt. Und wir gucken es uns an. Hui! Oh, das sah besser aus als auf dem Vorschaubild, muss ich sagen. Wir hatten bei dem Patchnutz ja so eine Animation schon dabei. Total geiler Treffer, Kraudo. Total geiler Treffer. Das war richtig stark. Muss ich sagen, sah. Mann, Andi, Kills lassen. Boah, wollte die gerade wegflexen. Schieß doch bitte die anderen einfach nur runter. Das sah gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Das war immer. Ich dachte, das sieht deutlich schlecht. Nee, was ist schlechter? Das sieht deplatzierter aus, dass das so gar nicht reinpasst. Aber das war noch in Ordnung. Das sah auch gar nicht aus wie Münzen, die da jetzt explodiert sind. Das sah eher so aus, als ob da gerade. Ah, wie soll ich es beschreiben? Als ob da gerade dieses Ammo-Lager so komplett wumm, alles hochgejagt worden ist. So sah das eher gerade aus. Mein Gott, wer schießt denn da hinten? Gummihari, lass mich doch mal in Ruhe. Let me doch mal go hier. Ist ja nervig. Und booms! 11.000 muss ich eine Zita. Bullshit! Alles Bullshit! Aua! Kann ich mal aufhören, mich da von der Seite platt zu machen? Ups, geh nicht rein. Natürlich nicht. Ach, doch, der geht rein. Und boom! Doch, das ist ganz schick. Das ist ganz schick, muss ich sagen. Das habe ich mir unpassender vorgestellt. Okay. Geht's natürlich auch gerade voll all in, bitte. Nicht wundern. Ja, mir geht's gerade bloß um die Kills. Geht hier gerade um nichts anderes. Geht hier nur um die Kills. Ist okay, oder? Ich finde das okay. Mihari guckt mir nur an. Natürlich, Heilung erst in 30. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Jetzt bin ich gleich tot. Jetzt bin ich hier gleich dort. Jojojo, Gummihari. Du mich auch. So nicht. Dadelle, na geht doch.
Und dann können wir gleich den nächsten Kill machen können. Dreh 2, 1. Dafür, dass er mich hier gerade so zerdroschen hat. Und zieht da. Ja, ich habe nicht mehr das Schiff getroffen. Und er drückt mit 10.000 frontal. Ist klar, Spiel. Ist klar. Nikrado, wie sehr willst du auf den Sack kriegen, Krado? Ah! Oh, die Bots so zu mir. Ich sag's euch. Machen die nur, um mich fertig zu machen. Boing, leider kein Zitter, schade. Wollen wir mal ganz kurz wieder stehen bleiben. Nein, ich hab's nicht gesehen. Fuck. Sie ist einfach gestorben da hinten. So ein Dreck. Jetzt hab ich das nicht gesehen. Best Schliefenfahrer ever. Wie gesagt, gib mir gerade bloß um die Kills. Wir wollen ja nur gerade die... Ey! Raus aus deinem Nebel da hinten. Spotte, spotte! Okay, okay, ja, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Steht sich in Nebel und ballert. Mann! Du hast zu spotten. Bom, bom, bom. Starke Salve, sehr starke Salve, Krado, sehr stark. Fast den Gegner gut getroffen. Ah, nur fast. Klopf. Heilungen 40. Na komm, Apostolis. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Doch, das geht. Das geht. Ich habe es mir deutlich penetranter, mehr auffälliger vorgestellt. Es ist auch kleiner, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da wird so ein riesen Goldberg, dass man das gleich von sonst wo sieht. Aber das siehst du ja wirklich bloß, wenn du da wirklich auch rangezoomt hast. Aber das ist okay. Ich hätte mir das mit der Küchenrolle gewünscht. Oh, Original Ole. Vielleicht beim nächsten Mal, denn. Vielleicht beim nächsten Mal. Huch. Na, falsche Tasse. Ah! Ich war jetzt echt besorgt, dass ich ihn töte und jetzt nicht rangezoomt bin. Hast gedacht, ne? Danke, Fox. Ist doch auf die anderen, die mehr Leben haben. Und gib ihm. Muss er bei Z drücken beim Killen. Naja, wenn die Granaten ankommen und er bringt mir Z ja nichts mehr, dann bleibe ich ja nicht da. Bitch, ich kann den Bus maximal ranzoomen. Mehr ist ja nicht möglich. Bam, 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 bam. So, bitte mir mal die Kill lassen. Danke. Dann können wir uns den Abschluss zum Abschluss gleich nochmal angucken. Okay, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Gib mir ein bisschen Zeit. Gib mir ein bisschen Zeit. Der ist auch sehr weit weg hier. Der ist sehr, sehr weit weg. Muss man ja dazu sagen. Bitte mal aufhören mit Schuss. Mit Feuern. Bitte mal aufhören. Bitte mal aufhören. Danke, danke. Nicht einer hört zu, ist ihm allen scheißegal. Bitte doch auf zu schießen! Die hören mich alle. Die hören mich alle. Alle, die ich hier mitgenommen habe, die hören mich. Säcke, alles Säcke. Gut, wir spielen mal noch eine zweite Runde. Alles Säcke. Boah, guck, ich sie durchgezogen habe hier. Boah, 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 boah. Okay. Die hören mich alle. Das ist so gemein, ne? Das ist so gemein. So scheiß auf die Stadt. Jetzt haben wir 500.000 sogar plus gemacht mit blauen Brunnen. Nur so nett. So. Dann rein in die nächste Runde. Dankeschön fürs Mitkommen. Admiral Türpitz, ich habe genau gesehen, dass du die letzten Kill gemacht hast. Wow. Bis alle da doch raufgeballert haben. Schweine. 1, 2, 3. Michael dabei, Io Florian dabei und Marc-André dabei. So, gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe extra TK-Leute mitgenommen, gerade vor der Runde. Ja, ja. Erst, was ich in der Runde gelesen habe, war, komm, wir klauen alle Kills. Gemein. Gemein, gemein, gemein. Das sind die Leute übrigens, die in euren Runden immer U-Boote spielen. Genau solche sind das. Genau solche. Einfach nur gemein. Marc-André, Pornos ausmachen. Komm rein in die TV. Komm. Pack die Küchenrolle weg. Los jetzt, wollen anfangen. Du sagst, wir gehen die Tarnung wieder weg. Bekommt man dann die Credits wieder für die Tarnung, die man sich zusätzlich kaufen kann? Dave Reed, das muss man dem patchen. Und vielleicht kannst du ja mal. Warten eh gerade noch auf Marc-André. Der ist gerade noch unterwegs. Warte mal, da können wir mal nachgucken. Das war in der Waffenkammer, glaube ich. Guck mal, Gulden, die besondere, steht schon bei mir im Hafen. Nee, das war nicht hier. Wo drunter war das? Verdammt, wenn es nicht Waffenkammer war. Ergänzung von Inhalten? Nö. Asymmetrische goldene Woche. Da.
Weitere Informationsaktivitäten der Goldenen Woche, separaten Artikel. Hier haben wir es. Goldene Marken können von den Goldenen Marken, Zerstörungsamt hier. Könnt ihr eine davon kostenlos erhalten, drei weitere im Tausch gegen Creditpunkte. Danach werden diese Tarnung wieder vom Spielkonto entfernt. Ihr kriegt keine Credits zurück, wenn ich das richtig lese. Normalerweise hätten sie jetzt dazu geschrieben, du kriegst die dann erstattet, ihre Credits werden dann erstattet, steht nicht dabei. Daher gehe ich davon aus, dass ihr die Credits nicht wiederbekommt. Brauchst nicht schauen, wird nicht vergütet. Aha! Die Goldene hätten sich auch sparen können. Och, ist so in Ordnung. Midox, die musst du doch nicht haben. Die musst du doch nicht haben. Ist so alles schick. Und morgen gerade wollte mal fragen, wie euer Discord heißt. Sollen meine Bewerbung da reinschicken? Da haben wir einen extra Befehl für. Bitteschön, da drüber. Bitte aber genau nachlesen, was ich dir da gerade gepostet habe. Bitte genau nachlesen. Plop. So, next round. Hier sehen wir jetzt übrigens, wenn ihr die Tarnung selber kaufen wollt in der Waffenkammer, ist sie aktuell verfügbar. Ich habe alle möglichen gerade schon gekauft, um das halt immer zu sehen. Und hier, Suprematismus. Suprematismus heißt sie, mit Spezialeffekt. Eine kostenlos und die kostet pro Tarnung, denn hier 1,5 Millionen, dreimal, also viermal könnt ihr die insgesamt haben. Bedenkt aber, ihr verliert nachher wieder alle. So. Und wenn ihr die raufklatschen wollt, müsst ihr bei den permanenten Tarnungen gucken und dann ganz nach unten scrollen. Da findet ihr sie dann. Direkt neben eurer Kontributoren-Tarnung. Genau da. Plopp. Let's go. Kills, kills, kills. Nächste Runde, weiter geht's. Jetzt gucken wir uns die Kill-Animation nochmal genauer an. Black Eye Tarnung drauf? Natürlich nicht. Black Eye hat sie nicht raufgeklatscht. Wer hat sie drauf? Auch nicht drauf. Gibt's kostenlos. Dobrito Kralle hat sie drauf. Ist einer. Wenigstens einer. So, rein hier, rein in die Action. Yuma Yumihari, Zeten Hawk, Harlem, Scheiß Mattel, Cleveland, Baltimore. Mal gucken, was das wird. Hab sie drauf. Sehr gut, Force Monarch. Force Monarch, gibt ein Bienchen. Muss Twitch, falls anzeigen, sind eigentlich 100k Viewer statt 1k Viewer. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Gleich macht sie den Strom aus. Ja, flupp, aus. Da hat einer gefragt, welche Tarnung? Hat mir getürpelt sich die Sau. Die hat mir jetzt schon zweimal Kills geklaut hier. Nehme ich nicht mehr mit. Ah, diesmal ist er weit weg zum Glück. Guck mal da hinten. Der kommt sogar her. Guck mal, wie er rübergegeiert hier die Kills absnacken will. Da geiert der die hässliche. Na, jetzt mal nicht gemein werden hier, ja? Also bitte. Na, nicht hier. Nee, nee, nee. Und schön mutig, so mit der Kalin zu reden. Kannst froh sein, dass du hier so viele Zeugen hast, sonst wärst du den Kopf kürzer. Irgendwann ist der Stream ja aus, dann bin ich tot. Dann bin ich tot, ich sag's euch. So, Hallöchen, Schatz Mattel, dann wollen wir doch mal. Sekundäre, Sekundäre. Ich hätte hier so gern Niere. Sekundäre, Sekundäre. Boom! 9-8, das ist ja mal brauchbar. Das ist ja mal brauchbar. Black Eye werden möglich die Kills nicht klauen. Runterschießen gerne, aber bitte nicht finishen. Wir wollen die Animation ja eigentlich bloß sehen. Was anderes wollen wir ja gerade gar nicht. Topsies, Topsies, Topsies. Topsies, Topsies. Machen wir gleich ein bisschen rückwärts. Y. Eine Hauptbatterie gar nicht getroffen. Doch, ein Durchschuss. Ja, yeah, ein Durchschuss. Geil. Sekundäre, Sekundäre. Bom, 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 bom. Schatz, Mattel in Ruhe lassen, bitte. Danke. Bitte, bitte mal in Ruhe lassen. Upp. Hier müsste gleich Geschichte sein. Salve geht rein. Und... Da fehlt noch so ein Blim. Blim, Blim. Nein, Gottes Willen, bitte nicht. Kein Blim, Blim. Niemand will Blim, Blim. Ich hasse Blim, Blim. Das sind Männer. Ich will kein Blim, Blim. Jetzt mal roh Steak gleich fressen, ob sonst blutig. Beiß in eine Kuh. Männlich. Bam, bam, bam. Und tschüss. Ich spiel mich eigentlich total verarschen. Ich darf eine Scheiß Mattel. Nope, gerade nope. Wie, du stirbst jetzt hinter der Insel. Verreck Feuer. Verreck Feuer. Verreck, verreck, verreck. Geh doch. Bling. Okay, es stört mich nicht annähernd so, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, das wäre deutlich penetranter, deutlich nerviger. Wieso weiß die Yumihari schon, dass da Torps kommt? Da. Hat der doch vorher schon gewusst. Habt ihr gesehen, ne? Hab ich gesehen, hab ihr gesehen, hab alle gesehen. Echt, zieht mal ab, Mann. Hau ab, hau ab. Das muss doch nicht sein. Neue 2300mm Gürtelpanzerung der Schalzbatterie. Ja, ja, man kennt's. Monster, die Schalz. Absolutes Monster. So, Yumihari. Doppelzieher weg, hab ich gehört. Tschüss.
wenn es mal klappen soll, ne? Wenn es mal klappen muss, besser gesagt. Dann passiert einfach gar nichts. Belastend. Sehr belastend. So, flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Dü, 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 düm. Dü, 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 düm. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Dün, 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 dün. Oh, hier ist eine Insel. Also, dass das eine Insel ist, wusste ich, aber hier ist so ein kleiner, das nervt. Und er ist down. Und bling. Nächsten Kill gucken wir uns mal von weiter weg an. Mal schauen, wie das ausschaut. Einfach mal nicht ranzoomen. Ob man das überhaupt noch so großartig so mitkriegt und... Den darfst du nicht mitnehmen, ne? Den darfst du nicht mitnehmen. Seit Jahren bei mir Mod, weißt du. Hat so viele Vorteile dadurch. Er kriegt so viel dadurch. Den darfst du nicht mitnehmen. Das geht nicht. Das ist wie so ein Krom. Krom hätte mir die jetzt auch alle weggenommen. Das geht einfach nicht. Ah, okay. Fahren wir mal weiter. Der Typ jetzt pusht gerade seine Kill-Statistik. Oh, fertig, Cleveland, das ist ein gutes Ziel. Cleverland. Hey, Cleve! Tschüss! Ich habe zu viel Shikishimans dazu mal in letzter Zeit gespielt. Ah, ich muss mehr deutsche Schiffe wieder spielen. Der Anspruch an den Salben ist viel zu hoch gerade bei mir. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass einfach nichts bei rumkommt. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Deutschland! Besten Schiffe ever. Und Pitch, bitte mal am Leben lassen, Cleveland, danke. Ich werde das den Kill mal von weiter weg jetzt angucken. Lass das einfach mal sehen. Alter, rotz mich die Jubiari halb aus dem Leben. Und blub. Guck mal, von hier hinten nimmst du das gar nicht wahr. Das siehst du auch wirklich bloß, wenn du ganz dicht dran gezoomt bist. Okay, es ist nicht mal annähernd so penetrant, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja wirklich absolut noch im Rahmen. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt findet. Aber ich finde es absolut okay. Das ist absolut okay. Oh Gott, hier sind Dings. Ugh. Ein Spiel in Income trifft nichts, macht aber extrem Schaden. Super. Super Kombination. Trifft nichts, macht aber Schaden. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Boing. Ach du Kacke. Ein paar Topsies, Kratos tot. Boing und boing. Gut, egal. Wir haben sie jetzt auch oft genug gesehen, die Animation. Reicht auch. Hätte ja mal Hydro ermangen können. Ist egal. Also, Fazit. Ich find's okay. Ich habe mir das deutlich penetranter, deutlich grafisch aufregender vorgestellt, dass ich, weiß ich, jetzt hier hinten, wer ist hier gerade, Rito Krall in seine Louisiana, der rotzt da hinten bei A einen weg, bei C besser gesagt, oder jetzt hier die Hawk da 15 Kilometer entfernt und dass ich das von hier noch so blind, dass ich das noch so sehe, dass das einmal sonst wie groß explodiert. Aber du nimmst das ja wirklich bloß mit, wenn du ganz dicht dran bist, wenn du ranzoomst etc. Also daher alles noch in Ordnung. Kratos tot, jetzt muss halt mein Türbitz keine Kills mehr machen. Ja, ja. Hat der wenigstens die Tarnung drauf? Der hat die nicht mal raufgemacht! Frechheit. Einfach frech. Frech. Okay. So, los hier. Holt die Hawk. Los. Do it. So ein Nuke-Pilz wäre cool als Death-Animation. Siehst du? Und da geht's nämlich schon los. Okay. Fazit wahrscheinlich für euch jetzt auch okay. Brauche ich nicht vielleicht, aber ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so schlimm penetrant, dass es nervt. Aber... hat Potenzial vielleicht auch was anderes, also da, dass man was anderes sehen möchte. Ein Nuke hier, so den Atompilz, dass der so kommt. Einfach so ein Dödel, der so kommt. Das ist doch super, das ist doch so Boobs, so animierte, die so wabbeln. Total cool. Ich hab gleich die richtigen Ideen hier. Und wo Gaming reinkloppen für 9,99 Animationskills. Brauche ich nicht, aber ist lustig. Oder Godzilla Rahmschiffe. Rahmschiffe? Kraken, der ihn runterzieht. Auch! Boah, geile Idee. Dass eine Animation ist, wie er das Schiff so greift und dann in die Tiefe zieht. Müsste aber langsam gehen, weil die Schiffe ja immer noch andere Schiffe aufhalten können. Magst du mal den Battle Pass ansehen und den vergleichen, was man gewinnen kann? Mir ist da was aufgefallen. Deathlord, der ist diesmal sogar unterschiedlich. Es gibt drei Gruppen diesmal beim Battle Pass. Kommt da sicher als Mod deine ganzen Ideen? Eventuell. Ich weiß nicht, wie sehr sie es abändern können über Mods.
Die ganzen Grafiken und Co. können sie abändern, die Geschossspuren und Co. Rein theoretisch, wenn die Datei jetzt da ist im Spielordner, müssten wieder findige Leute das abändern können. Poseidon, auch eine coole Idee. Oder ist von oben so eine Ionenkanone, so ein Schlachhund? Nee, das ist schon wieder übertrieben. Aber, muss ich sagen, ist okay. Ist absolut okay. Hätte mir deutlich schlimmer vorgestellt, deutlich penetranter, penetrant ist das falsche Wort, deutlich auffälliger, sagen wir mal so. Das ist absolut okay. Naja, habe ich es mal wieder durchgezogen hier, die kleinen Schlingel. Ja, 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 easy peasy, easy peasy. Plus gemacht. Habe ich wieder rasiert hier, ich rasiert. Nein. Haben mir extra die Kills auch gelassen, aber ich muss sagen, mit der ich meine, die Tarnung selber finde ich super hässlich. Ich würde Wargaming da einen Tipp geben. Wenn sie mal auf mich hören würden, hätten wir gar keine U-Boote, aber das ist bloß mal so nebenbei. Ein Tipp an Wargaming. Koppelt das nicht, macht nicht den gleichen Fehler, den ihr früher gemacht habt. Koppelt das nicht wieder mit der Tarnung, weil das habt ihr ja erst entfernt, das Gekoppelte mit den Tarnungen. Ich möchte nämlich nicht diese Kill-Animation bei dieser hässlichen Tarnung sehen. Ich will diese Tarnung raufklatschen und will dann die Kill-Animation sehen. Daher bitte nicht kombinieren mit irgendwelchen Tarnungen. Bin ich jedes Mal die hier spielen müssen, um die Animation zu sehen, sondern entkoppelt das, gibt uns hier einfach noch einen zusätzlichen Reiter, den ich anklicken kann. Und da habe ich dann die Kill-Animation. In dem Sinne haben wir es im Spiel schon. Siehe da. Guck mal hier oben. Kannst du Sachen an- und ausklicken. Läuft ist ja aus hier alles bei dem Dings. Wann das aus? Wie kann ich bei meinem legendären Kapitän das an- und ausklicken? Und warum denn nicht einfach einen extra Slot noch dazu, da, wo du dann die Kill-Animation klickst darauf, da öffnen sich die 37 Stück, die ich alle gekauft habe für 9,99 im Shop. Und dann, also einzeln natürlich 9,99. Und dann suche ich mir die aus, mit welchem Schiff ich welche haben will. Wäre doch viel besser, oder? Wenn wir Fruchtini anrufen. Ja, hey Fruchtini, wach auf. Schnell. Nee, schnell. Ran in die Tastatur. Eure Meinung zu der neuen Kill-Animation? Gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr die so findet. Könnt ihr selber auch testen, könnt ihr euch selber angucken. Ich finde es okay. Aber ich habe es mir deutlich schlimmer, deutlich aufdringlicher vorgestellt. Das ist hier absolut im Rahmen. Ist natürlich die Frage, was kommt in Zukunft noch? Wir haben als Animation im Spiel ja schon immer diese Leuchtraketen, die explodieren, wenn bei den legendären Kapitänen irgendein Skill aktiv wird. Da hat sich auch noch niemand drüber beschwert. Also muss ich ehrlich sagen, diese Leuchtrakete, wenn Skill aktiv ist, ist deutlich auffälliger. Weil A, Geräusch und große Explosion über dem Schiff. Hier ist es ja auch bloß auf Höhe des Schiffes, das so ein bisschen flumm, das da macht. Mehr ist da ja gar nicht. Absolut in Ordnung. Gerade über die Kill-Animation auch auf Frostigen Tanne ist notiert. Ganz genau. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Eure Meinung zu dieser neuen Kill-Animation. Gerne mal in die Kommentare.